Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 4. Oktober. Jesus sprach zu Zachäus: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Lukas 19, Vers 9. Gewiss protestierten die Freunde des Zachäus: Heil? Unsinn! Unheil ist diesem Hause widerfahren. Und so würden auch wir wahrscheinlich sprechen, denn dieser Mann hatte Besuch von Jesus bekommen. Wer mit Jesus zusammenkommt, gerät in ein helles Licht. Und in diesem Licht sah Zachäus, dass sein Leben eine große Schande war. Jawohl, er war ein reicher Mann geworden. Aber wie viel Schuld hing an seinem Geld? Und da hatte er erklärt: Die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Da blieb nicht allzu viel übrig. Dahin kann es Jesus mit einem Menschen bringen. Ist das nicht Unheil? Hatten die Freunde nicht recht? Zachäus schüttelt den Kopf. Nein, es ist mir Heil widerfahren. Ich kannte einen Bergmann, den ein Felsbrocken in den Rücken traf. Von dem Tag an war er gelähmt. Welch ein Unheil, sagten seine Freunde. Hatten sie nicht recht? Der unglückliche Mann aber hörte zum ersten Mal auf das Evangelium. Er kam zur Umkehr und fand in Jesus Frieden mit Gott. Jetzt wurde er ein froher Mensch. Eines Tages sagte er mir: Ich will Gott danken, dass er mich gelähmt hat, denn dadurch habe ich in Jesus Heil gefunden. Und dann fügte er aus Herzensgrund noch hinzu: Besser gelähmt sein und Frieden mit Gott haben, als gesund mit beiden Beinen in die Hölle springen. War sein Unheil nun nicht Heil? Herr, gib uns Augen, deine heilsamen Wege mit uns zu begreifen. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.